25 Jahre Verkehrsverbund Vorarlberg. Wahrlich ein Grund zu feiern. Denn beim Verkehrsverbund Vorarlberg kann ohne Verlaub von einer echten Erfolgsgeschichte gesprochen werden. Die starke Verkehrszunahme im Ländle einerseits und die unbedingte Notwendigkeit einer besseren Koordinierung der einzelnen Verkehrsträger hat die Idee geboren, man sollte doch eine Abstimmung innerhalb der einzelnen Verkehrsträger erreichen. Und das führte dann dazu, dass man den Verkehrsverbund eben gegründet hat. Das war eine Idee, deren Zeit eben gekommen ist. Man war davon ausgegangen, dass sich das bewähren würde. Aber dass es dazu führt, dass mehr als ein Dutzend Verkehrsträger so koordinieren und dass es zu einer solchen Expansion der Teilnehmer des öffentlichen Verkehrs kommt, das war damals nicht abzusehen. Also es war wirklich eine großartige Idee, die auch durch einen Erfolg gekrönt wurde. Seit dem Beginn im Jahre 1991 hat sich auf Vorarlbergstraßen viel verändert. Die stetige Verkehrszunahme war allerdings schon zu den Anfängen des Verkehrsverbundes absehbar. Wir haben natürlich gehofft und auch in einem gewissen Umfang erwartet, dass es vorwärts geht und gut akzeptiert wird. Aber die Entwicklung war noch besser, als wir es damals erhofft haben. Es gibt Bevölkerungsschichten, die nicht über PKW verfügen, junge Leute, die noch keinen Führerschein haben, Menschen, die, vor allem wenn sie Eltern sind, auch diese Form der Mobilität nicht, über diese nicht verfügen. Und natürlich insgesamt verkehrspolitisch schon die Absicht, den Individualverkehr ein Stück weit im Wachstum zu begrenzen und daher den öffentlichen Verkehr zu forcieren und auch den Fahrradverkehr, und zwar nicht nur als Freizeitverkehr, sondern auch als Berufsverkehr auf kurze Distanzen zu forcieren und dafür halt die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Das Verkehrsaufkommen, die Mobilität und auch die Gewohnheiten der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten auch dank des Verkehrsverbundes stark verändert. Auch aus diesem Grund ist das öffentliche Verkehrsnetz heute wichtiger als je zuvor. Ja, die Partner im Verkehrsverbund Vorarlberg vereinigen seit Beginn an Bus und Bahn und das Ganze mit einem Ticket. Wir sind dafür verantwortlich, dass alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ihre Verbindung gut finden können. Dazu gehören die vier Säulen: Taktverkehr, ein einheitliches Linienschema, einen einheitlichen Tarif und Corporate Identity. Die Öffis sind wirklich in Vorarlberg. Insgesamt werden im westlichsten Bundesland der Republik Österreich täglich über 150.000 Personen mit Bus und Bahn befördert. Also Bus und Bahn sind heute viel mehr als nur ein Beförderungsmittel zur Arbeit und zur Schule. Bus und Bahn können heutzutage sehr gut eingesetzt werden und werden auch sehr gut eingesetzt für Freizeitaktivitäten wie Wandern, Skifahren, Radfahren. Da das Fahrplanangebot laufend ausgeweitet wird, sind diese Möglichkeiten sehr gut gegeben, dass man auch in der Freizeit diese Aktivitäten mit Bus und Bahn bedienen kann. Insgesamt stehen den Fahrgästen im Ländle 328 Busse und 29 Zuggarnituren zur Verfügung. Allein die Busse fahren zusammen 19 Millionen Kilometer pro Jahr und bedienen dabei etwa 1.682 Haltestellen im ganzen Land. Bus und Bahn werden in den letzten 25 Jahren vermehrt für Kooperationen eingesetzt. Durch unsere Aktivitäten, die wir jedes Jahr setzen, haben wir schon über 120 Veranstaltungen im Jahr. Bei diesen Veranstaltungen profitieren sowohl die Veranstalter als auch die Besucher. Sie können diese Veranstaltungen über unsere Online-Gratis-Ticket können Sie gratis an- und abreisen. Wir organisieren zum Beispiel auch Zusatzdienste wie Nachtshuttlebusse. Das heißt, vor allem die Jugendlichen kommen sicher nach Hause, was uns ein sehr wichtiger Wert ist. So viel Einsatz braucht auch Personal. Insgesamt 1200 Personen sind aktuell direkt oder indirekt beim Verkehrsverbund Vorarlberg beschäftigt. Da sowohl die Anzahl der Fahrgäste als auch die der Verkehrsmittel ständig wächst, sind Busfahrerinnen und Busfahrer herzlich willkommen. Hohe Krisensicherheit ist beim Beruf des Busfahrers auf alle Fälle geboten. Denn die hohe Dichte vom öffentlichen Verkehrsnetz sorgt dafür, dass auch die Anzahl der Jahreskartenbesitzer ständig wächst. Allein im vergangenen Jahr waren es knapp 65.000 Menschen.
Ganz besonders freuen wir uns über die große Anzahl von Jahreskarten. Seit der Einführung der 365-Euro-Karte vor 3 Jahren können wir uns hier über eine signifikante Steigerung unserer Fahrgäste freuen. Mit den aktuellsten Änderungen der Taktfrequenz zu den Stoßzeiten wurden weitere spürbare Verbesserungen für die Fahrgäste erreicht. 25 Jahre Verkehrsverbund, Blick in die Zukunft, Fahrplanjahr 2017, Viertelstundentag zwischen Bludenz und Bregenz, von morgens um 6 bis am Abend um 8, dichtester öffentlicher Verkehr außerhalb von Wien. Und was noch dazu kommt, 2019 bekommen wir neue Zuggarnituren, das heißt, wir haben einfach mehr Platz, mehr Sitzplatzangebot. Und es sollte dann der Vergangenheit angehören, dass man sich in manchen Stoßzeiten wie in einer Sardinendose fühlt. Hohe Qualität im öffentlichen Verkehr, das ist die Devise auch für die nächsten 25 Jahre. Der Vorarlberger Verkehrsverbund zeigt sich also auch für die kommenden Aufgaben bestens gerüstet.